Dann muss ich morgens wieder um 7 aufstehen. Das geht seit 2 Wochen so. Ich habe die letzte Woche 20 Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Und dann sage ich so, ey, lass früh anfangen. Ne? Und wenn das länger dauert als 8 Uhr, 9 Uhr, dann sehe ich das nicht kommen, dass wir pünktlich oder 11 Uhr vor 12 Uhr zu Hause sind. Habe ich das nicht gesagt? Meine Damen und Herren, es könnte theoretisch sein, dass das die allerletzte Folge Cut the Bullshit der Podcast ist. Es war eine schöne Zeit mit euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Ich sag heute gar nichts, Junge. Waldo redet alleine mit euch. Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr uns so viel Aufmerksamkeit geschenkt habt. Schade, dass das Ding nicht größer geworden ist. Der Rest folgt dann in anderen Vlogs. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Oh shit. Mein Name ist Hakim. Ich hab auch kurz vergessen, wie scheiße. Mein Name ist Cenk. Und neben uns ist Prodi Jam, meine Damen und Herren. Prodi geht's gut. Der zieht das jetzt durch. Er wird nicht viel mit euch reden, der ist ein bisschen sauer auf euch. Der ist nicht sauer auf Cenk. Nee, gar nicht. Und ja, Cenk, wie geht's, Bruder? Alhamdulillah. Alles gut, bei dir? Ja, auch, doch. Dass der Cenk heute auch mal mehr wie 2 Sätze sagt. in seiner Podcast-Karriere. Es wird jetzt, es wird natürlich überschattet, dass ich ohne Käppi heute sitze. Bruder, richtig mit sexy Locken, sexy Balance. Ja, zur letzten Folge habe ich mir gedacht, das ist wie bei Hör mal, wer der hämmert. Da zeigt er doch am letzten Folge seinen Mund. Der Nachbar, weißt du? Ja, ja. Und kann man auch gucken, ob Amals Schädel in der Kamera ist. Ja, was geht ab? Korrekt, Alter, vermisst. Richtig vermisst. Also euch auch, aber Hakim habe ich vermisst. Ey, krass, ich kriege jetzt jede Folge so Nicknacks hingelegt, ne? Geil. Ja, ja. Krass. Extra nur für dich. Heute habe ich sogar richtig Bock. Weil du der einzige Schnitte in diesem Podcast bist. Heute Schumane. Heute kriege ich die Retourkutsche für die letzte Folge, wo ich den... Du kriegst Retourkutsche für dein ganzes Leben. Ihr könnt reden, ich bin gleich wieder da. Jungs, was geht ab? Ey. Wir waren... Brody hat jetzt gerade die Chips ausgepackt. Es ist, also genau für die, die uns zuhören. Hier ist Boykott gerade. Ey, wir waren im Urlaub. Wir waren im Urlaub, genau, stimmt. Ey, krass, ich muss dazu sagen, die Jungs haben sich wirklich auf diese Folge eigentlich gefreut, um uns ihre Urlaubsgeschichten zu erzählen. Ja, vielleicht kriegt Cenk das hin. So, Bruder. Ey, ganz kurz, bevor wir das jetzt alles komplett... Woher kommt dieser krasse Hall, Alter? Weiß nicht, warte mal. Hey. Aus euren Mikrofonständern. Boah. Ja, das ist, weil dieser Podcast so erfolgreich ist. Ne? Und wir auch richtig viel Geld machen, damit wir uns gutes Equipment holen können. Weil unser Patreon nichts. Sogar der Tisch wackelt, Bruder. Guck mal, Bruder, im Skin, Bruder. Richtig arme Sau hier, Bruder. Allah. Lass mal freiwillig diesen Podcast aufhören, Alter. Du hast einfach innerhalb von 5 Minuten hast du komplett 2 Jahre gefickt. Einfach. Es wird Zeit, dass die Leute uns auch mal privat kennenlernen. Die können jetzt auch mal sehen, wenn der Jam schlecht drauf ist, was dann los ist, Bruder. Der arme Hakim, was der sich ja alles schon von mir reingezogen hat, Alter. Und du tust dann immer so, als ob der ist doch komplett unbeeindruckt. Dem ist das komplett scheißegal. Das macht mich noch behinderter. Lass dich kurz sein. Du kannst das jetzt nicht sein lassen, dass dieser Tisch wackelt, ne? Oder? Ach so, ich dachte, der holt irgendwas, damit er so unter den Fuß tun kann. So kennst du die Dingens. Das lässt du nicht in Ruhe, Alter. Ah, nicht Zigaretten, Bruder. Diese Folge brauchst du Heroin, Alter. Ich sag dir das. Noch nicht mal. So, komm. 6 Minuten verplempert hier. Geht alles von eurer Zeit ab. Wieso? Wir sind ums 4 Uhr morgens hier. Ja, ja, du schon. Ja. Wir nicht. Ich schließe dich hier ein. Ach so. Okay. Darf man eigentlich noch Judas sagen oder ist man ein direkt Antisemit? Ja, bist du. Ich interessiere mich jetzt, weil letztens meinte irgendeiner so von den Jungs, du Judas. Da sagt er, ey, Bruder, hör auf damit, Alter. Ja, Judas steht weiterhin für Verrat, oder? Ja. Ich weiß ja nicht, ich frage. Das wäre schon krass. Ich frage, das ist nur so eine, keine politische Diskussion jetzt oder eine religiöse, aber ich wollte nur mal so. Weil die haben das nicht, der hat das nicht gecheckt, der Arme dachte, das hat irgendwas mit Juden zu tun. Einfach Jud mit da drin. So. Es könnte auch sein, dass diese Podcast-Folge sowieso gesperrt wird für alle Zeiten, je nachdem, was ich jetzt heute alles auspacke. Ihr wisst nicht, dass es Folgen von uns gibt. Während wir hier sitzen, weiß ich schon, dass ich das nicht schneiden werde und den Jungs eigentlich morgen schreibe, ey Jungs, ey, lass mal eine neue Folge aufnehmen. Das wird endlich mal eine Folge, wo wir uns überlegen, ob wir die Folge löschen. Von meinem Laptop runter, lieber. Ja, sonst, was habt ihr euch zu erzählen? Ja. Ja, was geht ab?
Was geht denn so in der Welt, Hakim? Was hast du gemacht, wo wir weg waren? Komm, sag mal ehrlich jetzt. Walla, ich war... Ich hab mich vermisst, wirklich. Es war so... Wie kann man uns vermissen, oder was soll das, wenn der liegt uns einfach ins Gesicht und ich habe, Ich habe, bis ich gerade mit euch wieder an einem Tisch saß. Und dann ich gemerkt habe, okay. Kennst du, das ist wie diese Ex, wo du so denkst, so, ey, eigentlich war die cool, dann triffst du dich mit der und dann merkst du, warum du mit der Schule weg warst, warum die so abstürzt. Nee, ich habe tatsächlich überlegt, euch zu hintergehen, während ihr weg wart. Wie hintergehen? Ja, einfach ein neues Format zu machen, ohne dass ihr da seid. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich dachte, ich bin der Asi in dieser Runde. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich hatte echt eine geile Idee. Ich wollte einen Radiosender machen auf Spotify. Echt? Geht das? Ja, du kannst mal... Obwohl, ich kann das nicht erzählen, weil vielleicht wissen die anderen das nicht. Dann machen die was anderes. Dann will ich der Erste sein, der das macht. Okay, dann erzähl das nicht. Nee, Spotify hat tatsächlich... Nee, vielleicht können wir das sogar machen. Ey, Spotify, du kannst jeden Track, den es auf Spotify gibt, kannst du frei benutzen in deinem Podcast. Kannst du abspielen. Kannst du abspielen, genau. Aber wir können jetzt Cut the Beat machen ohne diese 6-Sekunden-Regel. Nur auf Spotify. Ja. Ah, okay, also genau. Nicht für YouTube. Da heißt aber schon wieder, haben die uns einen Strick gedreht. Ja, letztendlich. Aber deswegen meine ich eigentlich nur so eine klassische, coole Radiosendung als Podcast. Mhm. So, jeden Freitag zum Beispiel. Mit bisschen Mucke. Mit Musik, bisschen labern und das war's. Boah. Geile Playlist, weißt du? Und jede Mucke, die auf Spotify drauf ist, ne? Also alles. Das Gute ist, alles benutzen, was du willst. Ja. Die Leute von früher sind jetzt so unangesagt, du könntest sie sogar einladen für kleines Geld. Was für Geld? Ey, ich glaube, das ist geil. Für einen Hanuta-Riegel. Ja, weil ich glaube, durch den Podcast-Hype, den es gegeben hat... Stell dir vor, du kriegst... Also jetzt kannst du auf jeden Fall Kuzer Wasch für immer haben, Junge. Ja, ey, das ist geil. An der Stelle. Du kannst wirklich so alte Playlisten durchgehen, du kannst neue Playlisten... Ich glaube, das ist cool. Es ist halt Podcast... Also Radio. Was wir unter Radio verstehen. Was wir unter Radio verstehen. Meinst du, wir kriegen Xavier Naidoo? Ey, wusste den kriegst du safe, Alter. Ich glaube, der ist mit Attila in Izmir. Ja, ne? Krass. Der ist übrigens immer noch in der Türkei, der Attila. Shoutouts, ja. Attila, du Hurensohn. Ja. Ja. Aber die nehmen gerade richtig Hops. Die nehmen den richtig Hops gerade. Richtig Hops, Bruder. Die haben den aber auch so, glaube ich, schon Hops genommen mit diesen ganzen Informationen, die ja über den... Ja, der Typ, der mit dem abgehauen ist, hat einfach alles veröffentlicht. Mhm. Der war sein IT-Typ. Mhm. Ja. Bei Steuerung F haben die das berichtet, ne? So, ne, wie heißt das andere? Dieses Möchtegern. Steuerung F. Dieses... Also was heißt Möchtegern, die gab es vor den Frontal. Genau. Frontal, ja. So heißen die. Frontal. Die waren vor Steuerung F, aber die haben sich jetzt bei Steuerung F so den Stil ein bisschen abgeguckt. Mhm. So. Achso, war das gar nicht bei Steuerung F? Ich dachte, das wäre von Steuerung F gewesen. Ist doch typisch Steuerung F-Thema eigentlich. Ja, der Attila, der chillt jetzt erstmal. Aber warte mal, was wäre das denn für, also das wäre das Format gewesen, einfach so Oldschool-Song, also wie radiomäßig. Nee, nicht, so. Es muss gar nicht Oldschool-Song sein, ich hatte sogar eine geilere Idee. Also wärst du so richtig so wie der alte Radio-Jockey so, und heute spiele ich für euch. Es wäre richtig so. So. Was geht ab, Freunde? Hier ist für euch Hakim. Herzlich willkommen auf WTTB-FM. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Montagmorgen. Mein Name ist Hakim und heute spielen wir für euch die neuesten Songs. Oh yeah. Das ist Bescheid, Bruder. Ja, das war meine Idee. Ich war auch zu faul und hab's nicht gemacht. Ja, gut, dass du zu verplant halt, bist. Am Ende des Tages hab ich drauf geschissen. Ja, ich hab mir gedacht, okay, ein bisschen Urlaub schadet mir auch nicht. Na, je nachdem, vielleicht nach der Folge kannst du es trotzdem machen. Ja, was euch nächste Woche erwartet, ist auf jeden Fall ein neuer Radiosender. Nee, ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, das ist die Podcast-Welle hat, glaube ich, Radio zurückgebracht. Nur Radiosender sind halt Schrott. Ich sag dir, was Radio zurückgebracht hat. Clubhouse. Die haben gemerkt, dieses ganze Podcast auf Live-Ebene ist, war zu viel, Bruder. Das war Overload. Dann haben die gemerkt, okay, nee. Classic-Dinger funktionieren anscheinend immer noch am besten. Da gibt es so eine coole News. Heute habe ich auch gepostet, alle wollten so Podcast machen letztes Jahr. Und dann gibt es jetzt mit Khaled Benoit eine Talkshow. Hat sich gedacht, ach, was für Podcast, ich mache eine ganze Talkshow auf WDR. Warum nicht? Ganz cooles Format. Wie redest du, heißt das? Zieht euch das auf jeden Fall rein. An der Wie Stelle. Redest genau. du? Wie redest du dann? Tua war auch da als erster Gast. Geil. Das ist ganz cool. Sehr, sehr cooles Format. Ist da schon eine Folge raus? Heute, ja. Heute doch. Ich glaube, zwei sind auf jeden Fall schon zwei angekündigt. Sogar schon. Ja. Genau. Boah, dann checken wir alle Khaled ab. Ja, Mann, check das ab. Neue Talkshow. Meinst du, der könnte so ein... Guck mal, ich muss sagen... Vom Potenzial her könnte der einfach ein ganz neuer anderer Stefan Raab von Deutschland werden. Weißt du, ich meine? Ja. Der kann so Trash-Talk auf geilem Level machen irgendwie. Ey, das ist übrigens Thema Nummer 1. Thema, ja, TV Total. Habt ihr das gesehen? Nee. Ich hab's nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte davon gesehen. Ja, es ist halt anders, ne? Es ist ich halt irgendwie... gucken, weil ich mir dachte, ey, niemals kann das gut sein. Es bleibt einfach irgendwie, als ob du die Öffentlich-Rechtlichen jetzt in die Privaten geholt hast. So. Irgendwie muss man gewöhnungsbedürftig anders. Also es ist auf jeden Fall nicht Raab.
Naja, ich kann es mir nicht vorstellen, Alter. Es ist halt so. Ich will es mir nochmal reinziehen. Dieser Effekt war einfach, als diese Sprecherstimme auf einmal kam, so TV Total ist dabei. Zurück. Ja, ja. Ach, krass. Zumindest im Trailer und ich glaube am Anfang kommt das natürlich Ach, auch. Geil, okay. Aber im Trailer hatte ich gesehen, so diese typische Stefan Raab oder diese TV Total Stimme. TV Total ist zurück, da dachte ich, ey, okay, Flashback. Boah, Hammer. Das ist schon geil gewesen. Aber ansonsten, geil. Studio komplett neu. Was? Es gibt immer noch diesen rollenden Tisch, aber eigentlich cooler Gag. Am Anfang meinten die so, rollende Tische sind überbewertet. Okay. Fand ich schon cool eigentlich so. Ey, weißt du, dass der Patent darauf hat? Ja. Auf dieses Teil, Alter. Krass, ne? Und also zumindest sah das aus, als ob die das übernommen haben. Ja, ist ja seins. Also komplett, also für TV Total, das belassen haben, so diesen rollenden Tisch. Aber ansonsten neues Studio, neues Design. Krass. Muss ich mal reinziehen, ja. Das ist für mich, fühlt sich das so an, wie, kennst du, wenn Bob Marleys Kinder versuchen, seine Songs nochmal so neu aufleben zu lassen? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geht. Also es floppt safe, Alter. Also ich kann es mir nicht vorstellen einfach. Meinst du, das wird abgesetzt? Ja, ich glaube schon. Gucken wir mal. Ich glaube, die haben eine fette Summe bezahlt pro sieben. Aber er macht so im Hintergrund dann nur Redaktionsarbeit. Ja. Er macht ja genau. Also eigentlich ist es immer noch die Show, die Show. Also Raab TV ist, also er macht schon die Redaktion, alles. Also klamottenmäßig auch so Raab-ähnlich. Auch, echt? Ja. Also Sakko auf lockere Sneaker und so. Ist halt Late Night trotzdem. Ich kann mir halt irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gesehen, ich will noch nicht vorurteilen, aber. Ich glaube, es ist, die Leute geben dem schon eine Chance, weil es einfach lange. Raab ist, ne? Genau. Klar. Und auch keine Late Night langfristig so. Ich glaube, Late Night Berlin ist so das Einzige, was... Das fand ich geil. Das ist ein cooler, würdiger Ding, so Alternative, fand ich. Aber sonst, Alter, weiß ich nicht. Ey. Also unsere Hoffnung liegt in Khaled Bonoir. Ja, ist jetzt so eine Talkshow, ne? Eine Polit-Talkshow auf Satire. Ja. Das ist schon so, ne? Mit Sequenzen, ne? Genau, mit Einspielern und sowas. Schon ernste politische Themen, aber mit, also satirisch. Also es ist, es ist auch auf dem WDR-Comedy-Channel. Ja. Also macht da Jan Böhmermann Konkurrenz. Ja, es ist schon Talkshow, ne? Also wirklich was so von hier Kindings, so Lanz und so. Drei Gäste. Ah. Genau, drei Gäste. Echt? Ja, also schon Talkshow. Ich dachte, der meinte so, Talkshow. Nicht Late Night. So auf. Nee, okay. Schon Talkshow, aber auf lustig. Das heißt, der fängt jetzt nicht an, in eine voll die Diskussion zu entfachten oder sowas. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Ist auf jeden Fall interessant. Also es ist ganz cool. Wobei der WDR hat mal wieder zu Hayden ist. Alter, habt ihr es gesehen mit der Befragung vom WDR? Nee, das hat sie nur erzählt. Ich habe das auch Da gab es ja diesen riesen Nemi al-Hassan-Palava. So, und jetzt kommt raus, Insider aus den Gesprächen, wo der Palava war, hat der WDR mit einer jüdischen Stiftung oder einem Verein irgendwie sowas, haben die Nemi al-Hassan zu einem Gespräch gerufen. WDR als Arbeitgeber. Haben sich dann dahingesetzt und haben ihr angefangen, Fragen zu stellen. Sind sie religiös? Wie oft beten sie? Haben sie einen Onkel oder eine Tante, die zu Hamas Kontakt hat. Ja, was sind schon für Fragen, Alter? Auch rechtlich unmöglich. Du darfst als Arbeitgeber deinen, weil dann heißt, du musst ja jeden Deutschen, der da sitzt, auch fragen, haben sie einen Onkel, der bei der identitären Bewegung ist? Haben sie einen Onkel, der in der Hitlerjugend war? Ja. Also was ist das denn? Oder ein Opa? Ja. Also das heißt, du musst ja jeden Mitarbeiter fragen, haben sie Nazi-Hintergrund? Haben sie Nazi-Hintergrund? Ja, aber echt? Also das ist voll der Skandal. Ja. Auf die Anfrage auf den WDR zu diesem Gespräch beneinen die das nicht mal, sondern sagen dann, das Gespräch war vertraulich. War ein vertrauliches Gespräch. Ja. Junge, voll der Skandal, Alter. Ja. Also die scheißen immer wieder rein, voll schade. Wie vertraulich kann das denn sein, wenn du die Unterhosenfarbe von jemandem wissen willst, Alter? Was ist das für Typen, Alter? Junge, das ist krass. Also das ist wirklich skandalös. Alter. Und auf den Druck, ach so, und dann hat dieser Typ von dieser jüdischen Stiftung oder Verein oder was auch immer das ist, hat sie dann, ihr dann gesagt... Die Moschee, die blaue Moschee in Hamburg, da haben sie ja verkehrt. Geben Sie uns doch Informationen über ein paar Leute, das würde Ihnen helfen. Also soll auch snitchen. Ja, nee, ist auch gut für dich. Ja. Original, Oton. Ist auch gut für dich. Das hat die Berliner Zeitung hat das. Berliner Zeitung hat es exposed, ne? Genau, aber halt Hörensagen, ne, letztendlich. Mhm. Das ist das Problem. Krass. Aber ja, heftig. Aber ich meine, WDR, klar, wenn deren Antwort darauf ist, das Gespräch war vertraulich. Ich kann auch direkt sagen, das lief 1:1 genauso ab. Weißt du, also ohne Sinn. So. Das ist auf jeden Fall krass, fand ich, weil es rechtlich einfach auch. Da, du siehst auch raus jetzt einfach, ne? Siehst jetzt komplett das raus, letzte genau. Letzte offizielle Statement war ja, dass. Leute hinter der Kamera. Genau, aufgrund dieser Likes, die die gemacht haben soll unter. Die ist ja komplett raus, ist auch besser raus, für die, Alter. Die soll doch rausgehen, mein Gott. Keine Ahnung, es sind halt, es kommt natürlich, guck mal, du hast jetzt bei, man sieht ja beim WDR jetzt zum Beispiel der Khaled, der hat da coole Leute hinter sich.
Weißt du, die Elke, die der Redakteurin ist, die ist ganz cool. Die Leila und der Humam sind Produzenten von dem Ding, also Leute aus unseren Reihen, so, weißt du? Aber du, jeder WDR-Redakteur ist ja derselbe, weißt du? Und nee, vor allem die von bei Nemi waren es aber halt die Chefs, ne? Ja. Da waren es wirklich diese ganz Oberen, die da zum Gespräch holen, Alter, und dann, Alter, dir Fragen stellen, das ist auch rechtlich nicht erlaubt, einfach, dass dein Arbeitgeber dir solche Fragen stellt. Mhm. Das ist schon heavy. Ja. Also, ja. Krass, aber dann kann man nur so stehen lassen, weil das ist krass. Dann bewegt er sich auf jeden Fall in einen neuen Gefilden nach Hellet. Ja. Also alte neue Gefilde, ne? Der war ja schon mit dem WDR lange unterwegs. Aber ich meine jetzt vom Talkshow. Topic ja, her. Ja, voll. So. Ich bin auch voll verwundert. Also ich hab mich voll über. Also ich find's cool so. Ich hätte jetzt eher irgendwas so Dave Chappelle-mäßiges erwartet. Ich hätte eher gedacht Talkshow. Late Night Show, so wie du gerade dachtest. Ja. Ja. Ich habe auch eher sowas gedacht. Aber es ist auch interessant. Also er hat's cool gemacht. Es ist halt nicht typisch. Er ist jetzt nicht Markus Lanz so, ne? Auf steif da sitzen und über Dings. Normal. Sondern es bleibt. Natur ist ganz anders. Genau. Ich finde auch cool, dass das im Segment Comedy drin ist, so. Bin ich ganz cool, bin gespannt, ob das zieht. Also ist eine coole Idee auf jeden Fall. Der hat auch, ich habe nur gesehen, dass der im Intranet vom WDR ein Interview gegeben hat, 3 Fragen zu dem Format. Einfach, dass es um Alltagsrassismus und so weiter geht, dass sie das ansprechen und ob man da auch lustig drüber reden kann. Ja. Und eigentlich eine coole Aussage von ihm, dass er meinte, generell Rassismus oder Vorurteile zu haben, das sind ja sowieso abstrakte und absurde Ideen, muss man drüber lachen. Genau. Sollte man, ja, voll. Und ich bin gespannt. So, 2, glaube ich, waren angekündigt, 2 Folgen. Genau, 2 Folgen haben sich schon abgedreht, genau. Das sind die Piloten sozusagen. Ja, das wird safe weitergemacht. Und dann mal sehen, wie das, es ist halt, also um es, ist halt geil, weil es ist ein Talkshow mit dem Kenneck. Ja, voll. Es ist halt das erste Mal so. Hallo, Bruder, wenn du schlau bist, lad uns den Schein. Du bist abgesetzt, Bruder, ich verspreche dir das. Aber echt. Ja, ich find's geil, das ist krass. Das ist crazy. Ja, Mann, ey, dann, wo wir bei Werbung und keine Ahnung was sind, am 6.12. die Aufzeichnung von Nizar. Ja, Mann, das habe ich gesehen. Erste große Special. Alter. Directed by me. Bruder! Und, mit deinen 100 Jahren hast du es geschafft, jetzt ja, doch nochmal. Genau. Kommt alle vorbei, 6.12. in Krefeld. Es gibt Tickets. Und er ist wieder back auf Instagram. Ach, stimmt. Nein. Er ist jetzt zurück seit heute. Ja. Seit Bruder. Gestern oder heute ist er wieder zurück. Jetzt werden Mütter gefügt. Der ist wieder da. Der wird sowieso wieder gesperrt, Bruder. 2 Wochen. Das Erste, was er gepostet hat, war so, ich liebe LGBTQ, ich liebe alle Menschen. Der direkt so unterwegs. Der arme, Alter. Der war ich echt glaub, lange der weg. Costa hat dem 4 Stunden gegeben. Nach 4 Stunden bist du sowieso wieder raus. Ja, aber echt, genau. Ja, ist geil. Also der ist wieder da. Deswegen kommt auf den zum Special, kauft euch die Tickets. Wo ist das Special denn? In Krefeld. Sehr cooler Laden auch, so voll für Stand-up gemacht. Und ja, Mann, ey, und das ist auch bei Nizar. Viele denken, der geht auf die Bühne und erzählt einfach nur Witze. So wie im Internet. Nizar ist ein richtiger Stand-Upper. Das heißt, der ganze Programm. Also richtig Stand-Up-Comedy-Programm. Krass. Deshalb, boah, Bruder, wie viel Geld ich von dir nehme, dass ich das jetzt hier mache. Deswegen kommt vorbei, zieht euch das rein, überzeugt euch selber und yes, das war jetzt in dieser guter Tipp von mir, geh nicht auf die Bühne, bevor du kassiert hast, Bruder. Du musst erst die Gage kassieren, dann auf Bühne gehen. Ich kenne das von unseren Kanakenpartys. Das, was geht sonst? Ja, sonst, Bruder, wir waren im Urlaub. Wir haben einfach abgehauen. Sind wir mit der ganzen Bagage abgehauen. Sind wir mit der ganzen Schickdamm-Family sind wir da in dem Hotel eingezogen. Ja, und da ist richtig was passiert, ne? Mann, mit 12 Personen, ja. Da ist so ein oder das andere Witzige passiert. Also komm, fangen wir schon mal an. Classic Prodigy Move. Alle bereiten sich vor und wir sind so Alter, zu Hause alle auf Hektik. Also ne? Sind wir am Anfang von der Reise? Ja, wir sind jetzt gerade am Anfang von der Reise. Wir sind auch in Deutschland. Ja, ich bin nicht mehr in Deutschland. Ah, okay. Ich bin drüben. Erzähl mal chronologisch, bis du weg aus bist. Aus meiner Perspektive, genau, wir sind schon mal 2 Tage voraus. Sind da angekommen. Alter, hier war so gerade alles grau am Regnen, kalt. Ja, genau, wo so Oktober hier eingesetzt hat. Herbst, sorry. Stimmt, ja. Und ich sitze da einfach im Hotel auf der Liege, 23 Grad, Sonne scheint runter. Ich krieg einen Anruf. Isa rennt im Kreis. Ah! Und dann kriege ich einen Anruf, so die sind kurz davor, nach 2 Tagen, beziehungsweise nach 1,5 Tagen war der Flug von denen. Und ich krieg nur mit, ey, hier ist voller Sturm, die ganzen Bahnen sind ausgefallen. Ja, man stimmt, die war richtig krass. Ja, und dann setzt das bei denen ein. Genau, der Bahnen alle ausgefallen, Bruder. Musst dir vorstellen, wir hatten 2 Urlaubsbuddies, ne?
die mitgekommen sind. Shoutouts an der Stelle an Anastasia und Jihad. Schöne den Grüße. Man übrigens auch nicht laut am Flughafen rufen sollte. Jihad. Aber echt. auf jeden Fall, Bruder, die Armen, die sollten vom Fulda eigentlich hier hinkommen. So, die wollten eigentlich einen Tag vorher kommen, aber dann war das so Trouble Mubble und dann haben wir gesagt, ey, weißt du was, kommt einfach direkt zum Flughafen, weil die haben eh Zug zum Flug und so, ist im Ticket mit drin. Und dann kommt auf einmal diese Sturmgeschichte und der Zug fährt schon mal aus. Und das ist so knapp, oder also die sind eher schon losgefahren, aber das war trotzdem dann so knapp, das hätte mit Verspätung und so auch niemals hingehauen. Also sind die mit dem Wagen losgefahren und kommen in unsere Richtung. Und meine Frau hat eh schon so Flugangst, die ist eh, die braucht vorher so 3 Melatonin, 2 Valium, eine, wie heißen die nochmal, Baldrian und so, ne? Aber wirklich jetzt, no joke so. Und die sind alle bei uns schon auf Hektik und dies und das und hin und her und ich mache so, ich organisiere den Uber, ich mache das so, dass die dann bei uns ihren Wagen parken und dann mit dem Uber mit uns zum Flughafen. Meine Schwester fängt dann am Flughafen deren Auto ab, bringt das zurück zu meiner Mom, damit die es parken können. Also ist schon Trouble. Ich sehe gerade richtig so das Intro von Kevin allein zu Hause. Wie alle so Dings. Ja, die ganze Familie zusammenpackt. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, Bruder, ich, der hektischste von allen, der normalerweise keine 10 Sekunden Kontrolle da loslassen kann, der Monk, macht den hier. Chillt mal alle. Ich bin der am meisten von uns allen gereist ist. Ich weiß ganz genau, wann wir da sein müssen, wann wir wohin müssen. Wir müssen nicht 2 Stunden vorher am Flughafen sein, reicht doch eine Stunde, bla bla bla. Stimmt ja aber alles. Du bist ja wohl auch viel rumgekommen. Ist viel Hektarei. Warte. Normalerweise reicht es ist meistens eine Stunde. Eigentlich, außer, genau, merkst du es ist ja meistens eine Routine, die du kennst. Ja, voll. So, Bruder. Jetzt habe ich alles organisiert. Wir sind im Uber, wir fahren dahin. Ne? Wir wollen gerade einchecken. Bruder, kennst du das, wenn so... Mein Herz ist richtig in die Hose gerutscht. Ich so, ey, wo ist mein Pass? Und alle so, wie, wo ist dein Pass? Ich so, ja, wer hat meinen Pass? Classic, Alter, nein. Wer hat meinen Pass? Bruder, ich bin so viel gereist, dass mir noch nie passiert. Wo ist Kevin? Das ist das Erste, woran man denkt. Bevor man an Kevin denkt, denkt man an seinen Reisepass. Meine Frau, Bruder, ich weiß, du hast Buddhist blass geworden, Bruder. Kennst du, guck mal, dieser weiße Schrank, ne? So weiß ist sie geworden, Bruder. Geist. Auf jeden Fall, Bruder. Und ich so, wer hat meinen Pass? Sagen die, wie, wer hat deinen Pass? Du hast deinen Pass. Ich so, nein, hat keine von euch mitgenommen. Sagen die, ey, das ist nicht dein Ernst, ne? Die ist was ohnmächtig geworden. Ich gucke auf die Uhr, Bruder, wir haben exakt eine Stunde. Und du musst dir vorstellen, von Düsseldorf Flughafen in der Rushhour und Sturmsituation, also es ist einfach komplett ungünstig. Chaos, es ist unmöglich, dass ich von Düsseldorf nach Neuss zurückfahre, weil der Uberfahrer ist schon weg. Boah. Nach Neuss zurückfahre, den Pass suche, finde, zurückkomme und dann noch einchecke, meinen Koffer. Wir haben nur eine Stunde bis Abflug. Abflug? Auch noch. Abflug. Bruder, das Ding macht in 40 Minuten zu, der Counter, und 20 Minuten danach ist Boarding. Boah, Alter. Ich rufe den Uberfahrer an. Dini heißt er, ne? Dini. Shoutouts an der Stelle, Dini. Bruder, ich würde, wir haben noch den ganzen Urlaub über den gesprochen. Dini, du bist der Heftigste. Ich hab den zurück auch noch. Egal. Auf jeden Fall, der kommt zurück zum Flughafen. Innerhalb von 6 Minuten war der da, Bruder. Der ist zurückgekommen, der ist mit mir nach Neuss gefahren. Und wir sind die ganze Zeit, ich bin schon so auf der Fahrt am Schreiben, ey, ich glaube, ich schaff das nicht. Meine Frau, wie, du schaffst das nicht. die ist schon Flüge am raussuchen. Die schickt mir schon so Flüge, damit ich von Köln oder von Frankfurt fliegen kann. Ich krieg Anruf von meiner Mutter, die mich fragt, kann man am Flughafen einen vorläufigen Ausweis ausstellen? Scheiße. Weißt du, was du dir vorstellen, Bruder? Die wollen wenigstens, mein Koffer ist ja da. Ja, das heißt, wenn mein Koffer nicht mit kann, meine Schwester muss dann am Flughafen bleiben, die konnte den Wagen auch nicht wegfahren. Boah. Die musste da bleiben, weil, wenn ich dann nur losfliegen kann mit Handgepäck, dann müssen die umpacken, das Nötigste. Ja, und Bruder, 2 Wochen mit Handgepäck. Boah. Bruder, also da passt ein paar Schuhe, vielleicht 2 Unterhosen, 2 T-Shirts, 2 Shorts, das war's, Bruder. Aber Handgepäck ist doch nichts, weißt du ja selber. Ja, du hast ja iPad, MyPad, Zahnbürste, all sowas. Da musst du auch noch das umpacken, weil das sind ja alles über 100 Milliliter. Bruder, ich komme zu Hause an, ne? Ich finde meinen Pass, finde ich meinen Impfpass nicht. Boah. Ach, der hast auch noch vergessen? Ja, aber der war auch weg. Wo ist Impfpass? Impfpass gesucht, dies, das. Bruder, ich weiß nicht, wie dieser Dini, der hat es geschafft, Bruder, mich von Düsseldorf nach Neuss und nach Düsseldorf zurückzubringen in exakt einer Stunde. In dieser Stunde schreibt der mir noch aus der Türkei, komm, beeil dich. Dann, Bruder. Ich habe sogar noch geschrieben, ey, ruf Omar an, der bringt dich rechtzeitig an. Ich telefoniere mit Yusuf, kennst du Yusuf? Ja, klar. Ich telefoniere mit dem und sag, Bruder, der arbeitet bei der Security. Ich sag, Bruder, ihr müsst mich über Priority Lane, ne? Ihr müsst mich direkt durchschleusen. Ja. Die machen klar, die rennen rum. Der Omar von Yusuf geht dahin, sagt, okay, Gate A habe ich klar gemacht, Security lässt dich durch, bla bla bla. Ich sag, ich habe über 100 Milliliter, sagt denen, die sollen mich überhaupt nicht checken. Der sagt, Bruder, kann ich nicht, das ist mein Job. Scheiße. Bruder, dann Jihad ruft mich an und sagt, Bruder, schick mir vor,
Foto von deinem Pass. Schicke ich dem Foto von meinem Pass. Er geht zu dem Countertypen und sagt, wir müssen den einchecken. Der sagt, ich verliere meinen Job, ich kann das nicht machen. Der so, ey, wir müssen das machen und bla bla bla, wir haben noch Termine da. Sie wissen so, kennst du, wir packen alles Storys alles aus. Ey, ja. Und irgendwie haben die geschafft, meinen Koffer einzuchecken. Ach, eiskalt. Jetzt steht aber immer noch nicht fest, ob ich das schaffe. Ja, damit du eincheckst, ja. Weil mein Koffer ist da, aber ja, ich bin nicht da. Nicht, ja. Und ich habe ja auch keine Boardingkarte. Jetzt haben die meinen Pass genommen und betteln den Jungen an und sagen, bitte, bitte Boardkarte. Bruder, sogar das hat der Junge gemacht. Deswegen, ich sag jetzt keine Fluggesellschaft, ich sag keinen Namen, gar nichts. Der Junge hat so einen krassen Stein bei mir im Brett, Bruder. Während sie reden, wurde ein Flughafenmitarbeiter gerade gekündigt. Ey, wie King, Alter. Krass. Bruder, richtig krass. Boah, das ist gut, in den Menschen zu glauben. Dann, Bruder, ich steig aus dem U-Bahn, ne? Ich zieh so Geld raus, Bruder. Der so, Bruder, guck, dass du den Flug kriegst. Er zieht so die Tür zu, ich kann gerade noch irgendwas reinwerfen. Das, und ich guck so am Ende, Bruder, ich guck so auf den Sitz, das ist nur ein Zehner. Der wollte nicht mal Geld haben, der Ding. Alter, krass. Bruder, der Junge wollte nicht mal ins Center haben. Bruder, Albaner sind die stabilsten Menschen. King-Typ, Alter. Bruder. Krass. So ein krasser Move, Bruder. Dann sind wir an Bord. Warte mal, hat an Bord, nee, auf zurück an Bord gab's Schlägerei, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ey, Bruder. Tschüss, was? Ja, Bruder, das war ein wilder Urlaub. Wir haben dir noch gar nichts erzählt. Ihr müsst dazu. Ich weiß echt noch gar nichts. Wir haben dem Hakim gar nichts erzählt. Extra, damit wir das in der Show auspacken krass. Können. Dann haben wir es irgendwie geschafft, sind da am Flughafen, war am Flughafen sonst noch irgendwas Irres? Nee, ne? Nee, nur von der Überfahrt vom Flughafen zum Hotel. Da seid ihr irgendwie komischerweise verschollen. Auf einmal, ich krieg einen Anruf. Auf meinem Zimmer kriege ich einen Anruf. Herr Chidem, hier ist jemand, der nach Ihnen verlangt. Ich so, ja, wer denn? Ein Herr Jihad. Ich so, okay. Ja, ich komme gleich runter. Denk mir so, Alter, ruft der jetzt gerade beim Paten an? So, ich habe mich angefühlt, als ob der mich gerade so echt zur Audienz nach unten ruft. So, ich muss jemanden empfangen. Komm ich runter? Ich suche nach dem. So, guck irgendwo, wo ist mein Bruder? Wo ist... Auf einmal spricht mich Jihad von der Seite an. So, ey. So, ach krass. Und wir sehen uns eigentlich zum ersten Mal. Ach, das ist auch noch krass. Und, Ja, stimmt, wir sind getrennt worden. Wir mussten mit einem anderen Shuttle fahren. Ja, und dann gucke ich so, ey, wo ist denn mein Bruder? Wissen wir nicht. Krass. Der Fahrer von denen wollte die einfach nicht mitnehmen. Ich mitnehmen, geil. Alter. Bruder, da sind noch voll viele Kleinigkeiten passiert, die mir nicht mehr eingefallen sind. Hast das mal, du hast das aufgeschrieben, ne? Guck mal, bitte, was da noch so. Ey, Bro, da waren so verrückte Sachen. Dann kommen wir auf jeden Fall an. Dann haben wir aber zum Glück noch einen Mitternachtssnack bekommen: Cheeseburger, Miesburger. Ja, genau. Und dann, warte mal, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch so einen wilden. Am nächsten Tag, ja, da sind noch ein paar Sachen. Ey, jetzt sieht man diese Schlägerei, Alter. Das ist schon am Ende. Ach, am Ende, ach so, okay. Das am Ende, dazwischen gab es noch am, da gab es noch da Bingo, haben wir noch gespielt. Ach ja, genau. Wir haben noch, boah, so viele Sachen. Und dann Sachen. Kommen wir an, Bruder, auf jeden Fall Big Family, Bruder. Wir machen so einen Tisch, ne, das sieht aus wie Clan, Bruder. Ihre ganze Dingens, Familie sind wir da. Dann haben die abends immer so da, das war so eine, das war ein geiles Hotel, eine geile Anlage, die hatten noch voll viel unterschiedliche Sachen so da. Und dann hatten die so in der Mitte immer ein, die hatten, ah ja genau, die haben ein Upgrade, das Upgrade müssen wir noch erzählen. Ah. Boah, okay, das, wir sind da angekommen mit Hülya und dem Kleinen sind wieder angekommen. Wir kommen um 6 Uhr morgens an. So, der Flug war schon die komplette Nacht, 4 Stunden. Dann kommen wir um 6 Uhr morgens da an, sind am Hotel und dann sage ich, ich möchte gerne einchecken. Sagt die, ja, alles klar. Lässt die mich Sachen ausfüllen, holt die so komplett so einen Katalog, Alter. Und ich bin am Ende. Ich kann gar nicht mehr geradeaus gucken. Ich bin komplett am Ende. Reise. Da meine ich so, können wir das nicht später ausfüllen? Also jetzt um 6 Uhr noch, das waren wirklich 10 Seiten oder so. Die so, nee, das müssen Sie bitte ausfüllen. Es geht einmal um Corona, um bla 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 bla. Und die, während die redet, ich höre gar nichts mehr. Dann habe ich das ausgefüllt. Und dann war da noch auf einmal dieser komische Scanner, so ein Tablet, wo ich meine Fresse reinhalten musste. Und dann so, wo das Tablet zu mir gesagt hat, ziehen Sie eine Maske an. Ach so, geil, das kenne ich. Hat das ja, nicht ja. eine Temperatur gemessen? Ja, dann habe ich erst gecheckt, dass das die Temperatur ist. Ja, genau. Alter, und dann sage ich so, kann ich jetzt endlich auf mein Zimmer bitte? Und wir haben 6:30. Meint die, ja, in einer halben Stunde können Sie auf das Zimmer. Am Ende... Boah, war es auch noch warten, Alter. Ja, eine halbe Stunde soll ich warten und ich gehe schon an die Decke. Ja. Und dann nach einer halben Stunde gehe ich dann und sage, ey, wir haben schon längst eine halbe Stunde rum, kann ich jetzt bitte auf mein Zimmer? Und die so, ja, die Zimmer, die werden jetzt gerade noch gecheckt, die werden noch vorbereitet und so, sie können auf ihr Zimmer. Ich so, was heißt denn, mein Zimmer wird vorbereitet? Wann kann ich denn auf das Zimmer? In einer Stunde? Aber echt? Ja, hoffentlich. Boah, was? Inshallah. Ich so, wie in einer,
wann kann ich denn einchecken? Meint die, normalerweise ist die Eincheckzeit 12 Uhr. Ich so, ich bin jetzt gerade um 6 Uhr angekommen. Wir haben fast 7 Uhr. Ich werde bestimmt nicht bis 12 Uhr warten. Okay. Sie werden mir jetzt sofort ein Zimmer geben. Und dann hin und her gestritten. Ich will mit dem Chef reden. Der Chef will kommen und so weiter. Bis sie dann irgendwann gesagt hat, weil ich meinte, ey, der Kleine schläft im Kinderwagen. Ja, wir haben so einen Sportkinderwagen geholt, weil wir dachten, der normale Kinderwagen passt nicht mit Handgepäck. Mhm. Der schläft wie so ein Krüppel da. Die Julia schläft im Sitzen. Boah. Ich so, ey, Sie können, sehen Sie sich das doch an. Sie können uns doch nicht hier bis 12 Uhr sitzen lassen. Ja, dann meinte die dann irgendwann so nach um, ich glaube, 8, halb neun. So 10 vor 12. Nee, so nach fast 2 Stunden. Ich komme vor 12 Uhr hier rein. Nach fast 2 Stunden meinte die dann irgendwann, wir haben ein Zimmer für sie besorgt, sie kriegen ein Upgrade, krass, sie kriegen Familienzimmer. Und wir hätten so ein Standardzimmer gehabt. So, ja, und dann auf einmal war das doppelt so. Oder das gelohnt, oder? Ich muss aber dazu sagen, ich habe ja in meiner Studienzeit im Hotel gearbeitet. Und ich muss dazu sagen, 12 Uhr einchecken ist 12 Uhr einchecken. Ja, da kann ein Lied von singen. Ja, aber nicht bei diesem All-Inclusive und du kommst von Deutschland. Ja, genau, ich weiß nicht, wie das ist bei All-Inclusive. Genau, an der das Stelle müsst ihr auf jeden Fall... Ich sag dir, das mit eurem Veranstalter klären, weil genau, das Hotel, du hast so recht. Nee, ich sag dir nicht wegen, ist nicht wegen, ey, zuvor einchecken, Gesetz, Regel. Nee, es gibt was anderes. Es ist ein technisches Ding. Also ein technisches Problem. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, guck mal, manchmal kamen Leute um 9 Uhr rein. Ja. Alter, was soll ich die bis 12 Uhr warten lassen? Ja. Weißt du? Dann habe ich die voll oft einfach eingecheckt. Also ich habe die in die Zimmer gelassen. Ja. So. Die Nacht, also theoretisch sind die ja eine Nacht davor. Ja. Weil die sind schon vor 12 ist erst der erst nächste Tag. Neue muss der erste Tag davor berechnet werden. Manchmal, also mir ist zweimal passiert, dass ich das blechen musste. Ja, siehst du? Und weil das, das hat gefehlt in der Kasse. Ja, aber wenn der Veranstalter dir diesen Flug gibt, dann musst du halt auch dafür sorgen, dass bei diesen Dings ist der Veranstalter ein Arsch. Ja. Genau, der hat das verkackt. Ja. So. Genau. Weil der Veranstalter hätte dafür sorgen müssen, dass ich am Tag vorher schon nachts eingecheckt werde, damit ich am nächsten Morgen, wenn ich da ankomme um 6 Uhr, auch direkt immer auf mein Zimmer gehen kann. Ja. Ja, das war so der Trouble, aber dann und haben dann wir das Upgrade bekommen. Dann kam die Bassprobe. Dann hatte der das geile Zimmer und dann kam die Bassprobe. Erzähl mal die Bassprobe. Alter, direkt am ersten Abend. Ich sehe schon, die bauen die Boxen auf. So, so die Bühne, du musst dir vorstellen, das Hotel ist so, die Anlage ist so ein Halbkreis. Mhm. Und in der Mitte ist so nochmal so wie... Ja, so ein Platzmäßig. Ja, wie so ein Platz. Darunter ist das Restaurant und da oben drauf haben die so Schirme, also so... Da geht so Halligalli. So Dinge aufgespannt, das ist so wie so ein Sonnenschutz und da ist so eine Bar und da ist so Halligalli. Du kannst auch chillen auf so großen Sitzen. Und sobald so die Sonne untergegangen ist, fangen die an, so ein bisschen Mucke zu machen, Live-Musik oder irgendwelche Shows oder Animateure. So. Okay, verstehe. Und dann sehe ich so, der erste Abend, es wird dunkel, die bauen so ein... In der Dämmerung bauen die so gerade Boxen auf und dann kommt so ein 40, 50-jähriger DJ und dann macht der Soundcheck. Haut der da so einen Sound rein und die Leute sitzen und trinken noch Kaffee da, ne? Die genießen so gerade das schöne Wetter, so quatschen. Auf einmal, der Typ macht Soundcheck, Bass. Einfach nur Bass. Du hörst nur so. Scheiße. Was hat der gemacht? Und dann will der von einem Bass zum anderen Bass Übergang machen, so. So, wir checken jetzt den Sound nochmal mit einem anderen Bass. Okay. Du Hansen. Und dann macht er so einfach Scratch. Ficke, ficke, ficke. Und dann. Einfach eine Bassfrequenz. Warum? Einfach so. Einfach nur Bass. Alter. Und das Ding halt ohne Ende. Keiner kann sich unterhalten. Wie unnötig. Und dann Soundcheck zu Ende. War dann am Ding, ich glaube, bis 12, 1 Uhr war dann Party. Dachte ich, oh geil, Alter, der erste Abend. Ich glaube, es war irgendein Typ, oder es war so, okay, Waterboarding haben wir schon gemacht, lass uns Leute einfach mit Frequenzen foltern. Aber ey, ich bin sie kacken, Alter. Schwiss hier. Scheiße. Ja, und dann kamt ihr noch dazu, am nächsten Morgen Frühstück war geil. Ja. Mit allem Mann zusammen, weil dann gab es noch Surprise. Dann habe ich noch nämlich die Nichte von meiner Mutter aus Istanbul. Ah, als Überraschung, ne? Genau, das habt ihr mir erzählt. Genau. Stimmt, geil. Ja. Die waren auch noch da, das war richtig, richtig nice. War insgesamt nice, Mann. Meine Mom war halt zum ersten Mal mit ihrem Leben so. Du kennst ja normalerweise, wenn wir in die Heimat fliegen, Alter. Immer nur Familie und selbst bei Airbnb, einer muss kochen, einer muss einkaufen. Also du kommst von deinem Alltag gar nicht, das ist nichts anderes. Du bist das immer nur im Stress. Urlaub, so, ne? So genau, keiner musste kochen, keiner musste irgendwas. Alle gehen runter, essen, legen sich hin, gehen an den Strand. Dann waren wir im Strand, Bruder. Da war dieser eine Freak, dieser Komiker. Alter. Dann sind wir so mit ganz Familie. Und Bruder, normal, du fällst auf, wenn du redest, alle gucken, weil die sind so, okay, da ist ein ganzer Clan. Ist und das so, fast das einzige Kind, das die ganze Zeit 8 Stunden lang durchläuft, Alter. Die ganze Zeit. Genau. Also du fällst auf und Leute hören dir irgendwie zu, weil das ist so, viele Leute unterhalten sich und sonst liegen die nur da, sind so alte, einfach alte Menschen, die haben ja eh nichts zu tun, Bruder. Das ist für die gerade Kino, was da war. Und dann abends, wie so, ey, ab 19 Uhr, lass uns zum Essen treffen unten. Okay, alle sind ready.
Wir gehen in den Aufzug rein und dann geht irgendwann, wir gehen von der zweiten zur zweiten Etage zum Erdgeschoss. Erste Etage bleibt der Aufzug stehen, die Tür geht auf, wir sind da voll, also der Aufzug ist voll. Die, die rein wollen, können nicht rein. Die Tür geht fast wieder zu und ich höre so, ist das nicht Cem? Ich so, drehe ich mich um. Der Typ so, hi. Ich sehe nur eine Maske und so ein Mittelscheitel, so ein blonder Typ. Und ich so, hä, hat der mich jetzt Cem genannt? Und der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das vielleicht ein Arbeitskollege, der zufällig auch hier ist? Krass. Ich fahre runter. Was passieren kann, weil das Jahr davor habe ich nämlich so ein paar YouTuber-Jungs in meinem Hotel getroffen, so durch Zufall. Okay, verstehe. Das wäre also tatsächlich möglich. Ey, und ich frage mich so 1000 Fragen. So, ist das ein Arbeitskollege? Der muss irgendwie, muss der uns ja kennen. Ja. Und der muss mich mit meinem Bruder verwechselt haben. Genau. So, aber... Und dann sagen die, nee, wer soll den denn kennen? Das war irgendein wildfremder Typ. So, wildfremder Typ würde dich doch nicht, selbst wenn der irgendwie mitkriegt, wer du bist, würde dich doch nicht, wenn du dem im Aufzug mit dem Rücken zugekehrt triffst, sagen, ach, das ist doch der Cem. So, ups, habe ich jetzt laut geredet? So, so verrückt kann doch kein Mensch sein. Komisch, genau so verrückt war der Typ. Laber. Wir treffen uns abends dann nach dem Essen, im Kaffeebereich, wollten noch einen Kaffee trinken. Wo Isa tanzen wollte. Es gab eine Kinderdisco, Bruder. Okay. Dazu kommen wir später. Dann hält er mich so, bleibt er neben mir stehen und quatscht mich an, meinte, ey, entschuldige, ich wollte dich gar nicht lange stören. Ich weiß, du kennst mich nicht. Aber ich kenne dich. Ich kenne dich vom Strand. Ich habe euch da gesehen, wie ihr miteinander euch unterhaltet und so. Oh. Und ich habe gehört, du bist in die Stadt gefahren. Ich wollte morgen auch in die Stadt fahren. Kannst du mir empfehlen, wo ich hinfahren kann? Wow, Alter. So, ey. Wie freaky ist das denn? Ich so, versuch mir nichts anmerken zu lassen. Also, das ist Cem. Ich so, ich glaube. Ich so, du verwechselst mich gerade mit meinem Bruder. Ich finde das ein bisschen komisch, aber also der war in der Stadt, ich kann dir jetzt nicht viel erzählen und versuch dann einfach nur mich so rauszureden und dann. Sind wir im Gespräch, da gab es so diesen creepy Moment, Alter, nochmal dazu. Alter. Sagt er, wo seid, beziehungsweise ich bin aus den Alpen und so weiter und wie gut kennst du dich denn in den und den? War der Türke auch, oder was? Nee, Deutscher. Ach so, okay. Richtig Deutscher, der kommt irgendwo aus den Alpen. Okay. Und dann meine ich so, nee, keine Ahnung, wir sind aus Neuss und der so, ja, ich weiß. Was? Ich weiß, ihr seid aus Neuss, ich komme aus den Alpen. Ich so, was? Okay, Alter. Alter. Ey, kennst du noch dieses eine Pärchen, wo der eine Typ blind war? Ich glaube, du kennst den, ne? Ja, doch. Wir haben den ja einen Abend vorher mit denen geredet, ne? Am nächsten Tag gehe ich zu denen hin und sag so, ey, alles klar bei euch? Und so, ein auf nett, weil ich so an denen vorbeigehe, ne? Und ich so, und was macht ihr so? Der so, ah, gut siehst du aus heute. Ist einfach blind, Bruder. Oh, was für ein Humor, Hammer, Alter. Hammer. Der war geil, Alter. Der war so Racker am Trinken und so. Ich sag, komm, muss aufpassen, das ist kein Kölsch. Sagt er, wie? Kölsch. Ach, aus Köln bist du? Ich so, ja. Sagt er, ah, locker. Dann war das geilste. Hat einfach Racke weggescheppert. Yeah. Wollen wir ein Auto anmieten, um dann ein bisschen durch die Gegend zu fahren, ist der Typ, von dem wir das Auto anmieten wollen, einfach aus Köln. Krass. Ja, Bruder. Geil. Das war auch krass. Alter. Weil wir haben, das Schlaue ist, wir wollten von meiner Cousine, also meiner Mutter, die Nichte, den Freund dahin schicken, einen auf, ich bin von hier. Ja, ich bin von hier, ja, klar. Und der Typ, blablabla, auf einmal labert der und der so, ja, aus Köln. Und, sagt, geil. Wie, und direkt auf Deutsch, so. Auf wie Deutsch. Aus Köln. Sagt er, ja, hier, Wimmersdorf. Krass. Müngersdorf, haben wir abgeschoben. Müngersdorf. Nee, der ist wohl irgendwie ein paar Monate mal da in der Saison, macht da Cash, krass. Ne, vermietet Autos, macht, dribbelt links und rechts, geil, hat dann noch einen Laden, kommt dann zurück und macht seine Sachen. Der macht Dribbler-Prinzip. Ja. Als auch Lifestyle. Ich war nur einmal in der Türkei. Dann bin ich auf den Markt gegangen, alle sprechen Deutsch. So. Ja. Pack ich mir ein, so, ey, warum reden die alle hier Deutsch? Und das war aber so ein... Also der Markt war riesig offen, ne, im Freien, aber da gab es so einen Markt, der war wie so eine Unterführung. Ja. Das war ein bisschen abseits auch so. Ich sehe, warum sprechen die alle Deutsch? Antalya? Meint der Bruder, Alanya. Ja. Der so, Bruder, das sind alles hier abgeschoben. Ich so, ach so, und du nicht, oder was? Der so, nein, Bruder, das sind alles hier am verkackten Deutsch. Ich so, jetzt, Mann, Bruder, in Kuscha das denn, ne? Da wart ihr gar danach, nicht. Danach, nachdem wir zurück waren, ne? Da war ich das, wo ich dann war, wo ihr schon da wart. Bruder, da war ein Junge, ne? Bruder, weißt du, wie der mit mir Deutsch gesprochen hat? Wir reden so mit Bruder und dies und das, so auf richtig Dingens, ne? So wie wir reden, ganz normal jetzt so. Ja. So redet der, ne? Und dann sage ich, wo kommst du her aus Deutschland? Sagt er, aber ich bin nicht aus Deutschland. Sag ich, wie, du bist nicht aus Deutschland? Einfach auf dem Markt gelernt. Sag ich, wo hast du denn Deutsch gelernt? Sagt er, hier habe ich. Bruder,
Der hat 1:1, wie wir reden, ne? Hat der auch krass, geredet. Ja. Aber der, da, ja, nee, das überleg mal, du lebst in ja, Türkei, Mann, halt. Du bringst dir kein Deutsch bei, du lernst ja. so NRW-Deutsch. Ja, 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 Junge, also Dialekt. Weil das krasse, ich habe auch einen Jungen, der war so 14 in der Türkei, der redet mit uns auch so, komplett Deutsch, dreht sich von uns weg und redet mit so Russen, perfekt Russisch. Ja. Ey, da dachte ich mir, Alter, der ist 14. Krass, ne? Aber guck mal, was für Skills, Alter, ja. Junge. Boah, aber der wächst halt einen Markt auf, so, das wird sein Job bleiben. Aber Bruder, ja. Du kannst das ja nicht so 1:1. Da Respekt. War noch so, erinnerst du dich noch an diesen Hotelmanager? Bruder, der hat Deutsch gelernt, nicht der hat Deutsch gelernt, der hat schwäbisches Deutsch gelernt. Der hat das 1:1 gesprochen, Bruder. Krass, Alter. So mit Gell und so. Boah. Mit diesem Schwäbisch. Ja. Heftig, Junge. Weicht? Weicht so, ey, Bruder, der hat das also einfach, ja, nicht ganz schwäbisch, es war schon so fast München, Ulm, irgendwie so, also so eine Mischung aus, aber der hat das einfach das Deutsch gelernt. Ja, wie krank das aber, ist, ja. Ne? Dass die mit Dialekt Deutsch lernen. Ja, deswegen kannst du die dann gar nicht mehr, und das machen die, glaube ich, mit Absicht, du kannst die gar nicht mehr unterscheiden von Real Ones, Alter. Ja, aber echt. Das macht das Ganze sehr gefährlich auf jeden Fall. Ja, Junge, Hammer. Bruder, dann habe ich eine Magen-Darm-Infektion bekommen, warte, in diesem Urlaub. Das heißt, wenn in der Türkei mich ein Türke darauf anquatscht, dass ich aus Deutschland bin, kannst dann sag ich einfach, nee, Mann, ich habe auf dem Markt gelernt. Ja, genau, aber echt. Genau. Ich arbeite auf dem Markt. Genau, das heißt, er weiß doppelt, dass er dich nicht abziehen kann. Ja. Boah, der ist gut. Das ist ein guter Trick. Hammer. Isa hat auf jeden Fall mir Spaß gehabt. Ey, richtig. Der hat das Hotel auseinandergenommen. Der beste Spruch von dem war, irgendwann, wir haben so eine Abkürzung, haben wir für uns rausgefunden, aufs Zimmer. Da ist so ein Aufzug, mit dem kannst du halt fahren. Und der Aufzug ist halt so im Gebäude, und dann gibt's einen Aufzug, der zum Essenssaal führt, der ist so am Gebäude. Kannst du rausgucken. Okay. Kannst du rausgucken. Diese Glasaufzüge, verstehe. Die draußen sind. Jedes Mal, wenn er eingestiegen ist, hat er gesagt, hier kann ich rausgucken. Nein, sag mal, tut mal, Sam, hier kann man rausgucken. Raustutten. Raustutten. Und auf der anderen Seite, tut mal, Sam, hier kann man nicht raustutten. Habibi, ja, Mann. Und dann bei diesem Aufzug, bei dem man nicht raustutten kann, bei dem sind wir halt reingestiegen. Ich irgendwann bemerke ich so, Alter, da ist so ein komischer Fleck auf dem, der immer so abstreift. So, was ist das? Fass das mal nicht an. Meint der, das war ich. Meint ich, was ist das? Meint der, mein Schütto-Eis. Mein Schütto-Eis. Meint ich, was ist denn da passiert? Meint der, ich habe mit meinem Schütto-Eis Dreck gemacht. Und dann, ich guck den so an, so von wegen, so, hä, wann ist das passiert? Der guckt mich an, denkt, ich guck böse, sagt er so, war keine Absicht, Baba. Das war doch keine Absicht, Baba. Was sagt er? Der hat so einen neuen Spruch jetzt. Na, haben wir es jetzt? Ach so. Haben wir das jetzt so? Geil, haben wir es jetzt? Haben wir das jetzt so? Ich bringe das in die Küche. Haben wir das jetzt so? Geil, boah, Hammer. Geil, das ist süß. Der hat eine TG-Schwäche, ne? Ja, ja. Boah, Hammer. Bruder, der hat so viele geile Dinge rausgehauen. Irgendwann macht er so, und der sagt nie Amja, ne? Ich versuche seit einem halben Jahr dem Amja beizubringen. Der sagt nie Amja. Auf jeden Fall irgendwann sind wir am Frühstück. Ja, jetzt sind wir am Frühstückstisch, ne? Wir essen. Und dann sagt er, Jem, der hört auch nicht, du kennst das ja, wenn die so nacheinander einfach Jem, und dann sagt meine Frau so, ja, du musst Jem Amja sagen. Jem, Amja. Und dann habe ich direkt geguckt, und dann hat er gecheckt, aber auf Real. Das funktioniert. Und dann hat er das die nächste Mal immer so gemacht. Jem, Amja. Das ist geil. Ah, Hammer, Junge, geil. Bruder, wie viel Energie der hatte. Von morgens, wo wir aufgestanden sind, vom Frühstück, ich schwöre dir, Bruder, locker bis abends 11. Du bist Action Jackson, ne? Bruder, der läuft im Kreis. Dann bleibt er kurz stehen, spielt mit dir und dann wieder im Kreis. Geil. Bruder, der kann so 2 Meter nicht gehen, der muss laufen. Ja, 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 geil, Hammer. Das ist unglaublich. Dann haben wir so ein Paddelboot genommen, ne, Cenk und ich, wir sind so am Treten, und dann hat er so in der Mitte, wir wollen so lenken, dann macht er so, nein, ich. Und dann fängt er so an zu lenken, und das Boot geht einfach so in die komplett falsche Richtung, weil da sind so diese geil. Absperrungen. Yeah, yeah. Und er ist so da lang, und ich will so drehen, er so, nein. Boah, Hammer, Junge. Ey, erzähl mir von dieser Schlägerei. Ja, gut, auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall noch ein paar andere wilde Sachen im Urlaub, die waren auch ganz interessant, aber ich merke schon, wir wollen zur Schlägerei. Ah ja, stimmt, Cenk hat im Bingo gewonnen. Ey, ja, Mann, das ist nicht stimmt. Das war der Urlaubssoundtrack. Du musst dir vorstellen, Bruder, wir sind irgendwo, ne, irgendwas Geiles passiert, auf einmal fangen so 2, 3 Leute an, auf einmal machen es alle, sogar meine Mutter. Das war so der Hype-Moment. Ey, Bruder. Geil, wenn es einen Soundtrack gibt. Wir sind auf dem Weg zurück. Und dann waren wir da, wo diese Exits sind, ne? Die mit Beinfreiheit und so. Ey, mein Flug, ich bin ja früher zurückgeflogen, das war richtig Horror.
letzte Reihe, ganz hinten, direkt an den Toiletten dran. Ja, ey, wenn ihr Sitze bucht, ne? Bucht niemals am Ende vom Flugzeug. Ist das das Bug eigentlich? Auf jeden Fall da, weil die Hecktragflächen, da ist am beweglichsten und da ist die meiste Erschütterung. Es stinkt einfach nach Scheiße. Das auch. Egal, ob es zittert, gleich neben der Toilette es stinkt einfach ekelhaft. Jeder, der rein und raus geht, es weht in deine Nase, Alter. Ich hätte den ganzen Flug über kotzen können. Warum hat man da eigentlich nicht irgendwie so wenigstens Raumspray? Aber das sind so Airlines, Alter, die haben Geld ohne Ende, aber echt, nicht ein Raumspray. Nein, das war geil bei Swiss Airline, wenn du bei großen Flügen overseas und so, die haben so Handwaschseife und die haben so direkt Creme und dies und das und die haben so auch so Raumspray und so. Das ist schon nice. Bestimmt ist deswegen der Typ ausgerastet. Weil es das nicht gab. Auf jeden Fall, Bruder, wir sitzen da, ne? Da ist so ein Typ, so ein Allmann, so ein 2-Meter-Typ, ne? Der ist wirklich schon, Bruder, du weißt ja, die machen immer, jedes Jahr machen die noch ein Stück enger, ja, die enger, Sitze, aber ne? Echt halt. So, und jetzt vorne ist so ein Typ mit seiner Ollen und die haben diese Beinfreiheitssitze. Und der sitzt genau dahinter, wo keine Beinfreiheit mehr ist. Auf jeden Fall, die Olle, die macht so, wippt so nach hinten und Dingens, ne? Bewegt sich so die ganze Zeit, schiebt den Stuhl so und macht auf einmal, zack, den Sitz komplett nach hinten, ne? Und du musst dir vorstellen, die langen Beine von dem, nicht nur, dass die nah am Sitz dran sind, die sind auch hoch. Das heißt, genau wo die kippt, drückt die auf seine Kniescheiben. Boah. Der Typ so, bist du behindert? Bruder, jetzt. In dem Moment, kommt der Kanake in dem hoch. Was sagst du zu meiner Frau behindert? Ich fick dich. Und Bruder, der ist ihm die ganze Zeit so. Dann dreht er sich um, ne? Will er den so eine geben, der so, der haut seine Hand weg, der so, was haust du meine Hand weg, gibt dem auf seine Hand, will ihm so ins Gesicht schlagen, der hält so seine Hand auf. Auf einmal geht da richtig Boxerei los, ne? Was? Die Stewardess kommt auf mich zu und dann sag ich, ich glaub, die beiden da vorne verstehen sich nicht gut. Genau so habe ich gesagt, ne? Die so, hä, wieso dreht die sich um, Bruder, auf einmal, der steht auf, der will ihn so richtig boxen, ne? Dann kommt so der Steward dazwischen und so, hört mal auf und so. Krass. Bruder, weißt du, wann das war? Vor Start. In Düsseldorf, beide Blacklist, die werden beide rausgeflogen. Ja klar, ciao, Alter. Für immer, Bruder, die wären gesperrt gewesen, ihr Leben auf Düsseldorf. Achso, das war aus der Türkei, aber... Das war aus der Türkei, genau. Okay. Da haben die einfach nichts gemacht. Und der hat die ganze Zeit, Bruder, der guckt so nach hinten und macht so... Vielleicht so seine Zähne, nickt so mit dem Kopf und macht so, ich fick dich. Der sagt dir das aber auch, ne? Der sagt so, wenn wir aussteigen, wir ficken, ich fick dich. Dann kommt so die Stewardess und sagt so, bitte, bitte, kein Ding. Sagt er, nee, ich sag jetzt gar nichts mehr bis Düsseldorf. In Düsseldorf, richtig. Oh, boah. Alter. Ja, ja, und dann war das so, Palaver, so Schlickerei. Und dann zwischendurch immer nochmal, ist die Frau nochmal, dann hat er mit der Frau diskutiert und so. Die ganze Zeit war Palaver, Bruder. Alter. Und dann meine Frau so, so was direkt hier rausschmeißen und so. Ich so, hör mal auf, guck mal. Wenn wir jetzt so anfangen, ne? Ich will den nächsten. Ich bin nicht der. Ich bin nicht so schäfchenmisch, dass ich meine Fresse halte. Dann boxen wir uns wirklich, dann kriegen wir wirklich Blacklist auf Lebenszeit. Scheiße, Junge. Boah, Alter. Boah, krass. Das hab ich noch nie erlebt, Alter. Ja, krass. Das ist aber geil. Ich kann jedem empfehlen, Alatschatte, die Ecke, Ägäis. Also ich kann jedem empfehlen, im Flieger eine Ohrfeige. Boxt euch auf jeden Fall mal. türkische Ägäis, gönnt euch das. Ist wirklich schön, diese Alanya-Antalya. Scheiße, Bruder. Ja, ich meine, Kuscha, das ist auch so, ne? Aber da hinten so Alatschatte, Çeşme und so diese ganze Ecke. Izmir ist wiederum ein Trap. Finde ich nicht so nice. Ich hänge ja voll hinterher. Ich muss noch Istanbul sehen und so. Ich bin schon geil. Ja, Bruder. Ich bin auf der ganzen Scheißwelt nur nicht Istanbul. Alter. Du warst in New York, Bruder, warst nicht Istanbul. Leute. Man muss normalerweise erst Istanbul, dann New York machen. Keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit, will ich es machen, aber ich muss das nächste Jahr auf jeden Fall. Alter. Und übrigens, Bruder, Türkei, 2G, 3G, 1G, gar kein G, Bruder. Geh nach Hause. Geh mal weg hier. Bring nur dein Geld. Ja. Bruder. Ja, wobei die Leute, die da leben, ne, und die ganzen Mitarbeiter, anders, ne? Die waren alle maskiert. Also. Ja, ne? Ja, 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 das muss man sagen, die waren immer sauber. Die haben einfach nur es gab auch überall Masken. Besser als Ägypten, als Ägypten war jetzt. Ich war ja vor kurzem in Ägypten. Sagt der Typ zu mir, geh nach Deutschland, sag denen, hier gibt kein Corona. Die sollen ankommen. So, tschüss, Bruder. Alter. Aber Walla, da gab es wirklich kein Corona. Keine, echt. Natürlich, Bruder, weil auch alle auch positiv Tests weggeschmissen werden. Bei uns auch. Bruder, da war nicht eine Person, die positiv war. Wie kann das sein? In der ganzen Saison war nicht einer positiv, Bruder. Aber alle Magen-Darm, Alter. Bruder, apropos, ich hab da einmal Magen-Darm-Party. Lass gar nicht da reingehen in dieses Thema. Junge. Das erzählen wir euch in der nächsten Sendung über Magen-Darm. Ihr dürft im Ausland einfach kein Getränk mit Eis trinken. Die nehmen das aus dem Wasserhahn. Regel Nummer 1. Und diese Wasserhahn, Eis, ne? Kolibakterien. Yeah. Trinkt lieber aus eurer Toilette, aber trinkt nicht dieses Eis. Erstens das. Regel Nummer 1. Wenn ihr Urlaub macht, geht vielleicht nicht mit dem Personal, schließt das Hotel ab und fliegt nach Hause, weil zum Ende der Saison, wenn da nichts mehr abgeht, scheißen die auch drauf, was die euch servieren. Deshalb
geht früher, ein bisschen früher. Bruder, die haben in diesem Urlaub... Die haben wirklich das Hotel abgeschlossen und sind so zurückgeflogen. Ja, ja. Bruder, die waren letzter so, Tag. Kennt, ja, ja, die waren so abends, waren die so Shots am Trinken. Die so, wollt ihr auch? So richtig, Bruder. Die haben, hab ich gesagt, wie viele Leute sind noch hier? Sagt er, ah, vielleicht 30, wenn es hochkommt. Und zieht sich so einen Shot weg. So, wie geil. Bruder, die haben die Stühle eingesammelt. Das hat sich angefühlt, wie du bist hier im 102 nach der Party. Und die Party heute bist du letzte. Und es ist draußen kalt und der Clubbesitzer sagt, hier, komm, warte wenigstens auf den Bus hier. Und du musst so sicher, sicher warten, bis 6 Uhr ist, damit du mit dem Bus nach Hause kannst. Aber du hast keinen Bock, weil Licht ist an, die Putzfrau rennt da rum, Scheiße, die Party ist vorbei. Alter. Boah, Junge. Geil, Alter. Geiles Was Bild. Wollte ich noch sagen? Essen? Ja, auf Essen. Ja, genau. Die haben, Bruder, die haben da gegrillt, Hakim, ne? Bruder, ein riesiger Grill. Die haben fast jeden Abend für die Leute gegrillt. Und du musst dir vorstellen, ich hab dir erzählt, dieses Hotel ist in so einem Halbkreis. Ey, Bruder, das hat durch die ganzen Gänge, die Gänge waren wie ein Kamin für diesen scheiß Grill. Ey, Bruder, weißt du, was für Rauchschwaden? Krass, ey, Bruder, deine ganzen Klamotten, alles stinkt nach Rauch. Du bist in deinem Zimmer auf einmal, Bruder, so Rauch, aber so die Grillkohle mit Fett, ey, boah. Bruder. Aber nicht auf meiner Suite-Seite. Doch klar, gerade von da zieht doch alle. Ja, aber in ey, Bruder, die weißt du, nicht wie Holzkohle in Deutschland. Die nehmen ja diese wirklich Bau, also Holz von Bäumen. Holz, Bruder. Scheiße. Bruder. Aber geil geschmeckt, ne? Ey, übertrieben. Ja. Also Essen war bis zur letzten Woche, da hast du gemerkt, so. Wir haben keinen Bock mehr. Ja, das war wirklich die, so Countdown. Tag 7, Tag 6, Tag 5. Und gegen Ende kamen die dann auch, weil die Saison zu Ende geht, haben die gesagt, ah, ich habe immer voll viel Kleingeld, kannst du mir 10 Euro ganz geben? Sag ich, warum? Sagt er, ja, aber hier in den Wechselstuben, die machen kein Kleingeld und so, genau. Ja. Und das gemacht, und dann habe ich den gewechselt, dann hat er so gemacht, ah, hast du vielleicht eine Möglichkeit, wie ich nach Deutschland kommen kann? Geil. Hat er noch so gemacht, Bruder. Geil, Junge. Alter, Junge. Ah, Junge, Bruder. Immer noch dieser Traum, Alter. Bruder. Auf dem Beifahrer. Aber ich glaube, der ist der Einzige. Hier ist nix. Hier ich glaube, der ist der Einzige. In Türkei gibt es diesen Film gar nicht mehr. Gar keiner hat mehr Bock. Weil, Bruder, ich sag dir ein paar Sachen, ist Türkei einfach so krass weit, ne? Ja, ist auch. Die, sind die ganze Welt ist weiter, Alter. Ja, Deutschland. Deutschland hängt in letzter Zeit echt hinterher. Ja, Mann. Bruder. Ey, wir sind fast eine Stunde gleich. Ja, Mann. Alright. Ja, Mann, ey. Der Junge und ich müssen noch eine Nachtschicht schieben. Ich hab Bock deswegen. Auf Urlaub, Alter. Ja. Jetzt hab ich Bock auf Urlaub bekommen. Erstmal wieder weg. Ja, Mann. Ey, check den Patreon-Link, Leute. Yes. Yes. Wisst ihr Bescheid. Und und dann folgt dem Cenk. Hast Pyjama dabei, ne? Ey, schreibt mal alle bei Prodi bei seinem letzten Post. Kommentiert da. Mit, du bist korrekt. Magen-Darm. Ey, mein Name ist Hakim. Mein Name ist Cem. Komm, ich boykottiere nicht mehr. Und mein Name ist Jack. Es war einfach seine Sendung. Aber seht ihr? Peace in Middle East und Free Willy. Haut da rein. Gebt nicht auf. Auch ihr könnt im Leben mal weiterkommen, als nur 2 Minuten in einem Podcast zu reden. Ich denke, ist der beste Beweis dafür. Wie der sich abgefuckt hat, dass ich so seinen Hanuta-Riegel gegessen habe, hat der mir richtig Ansagen gemacht. Der lässt mich 1,5 Stunden warten, aber fuck, schaff wegen seinem scheiß Hanuta-Riegel, der Wichser. Ich hab mich gar nicht abgefuckt, ich hab mich gefreut. Halt die Fresse.